Mhm. Ah je. Kommen die ja wieder. Ich habe die Szene verdrängt. Die Techniker nehmen die letzten Feinjustierungen vor. Als wir dieses Monstrum vor 5 Jahren bargen, war es ein nutzloser Haufen Schrott. Schon bald wird eure Vision Wirklichkeit, mein Legatus. In der Tat, mit dieser Waffe werden wir die primär in Grund und Boden stampfen. Eorzea will mit Härte in die Zukunft geführt werden. Diese schwächlichen Anführer haben der Welt einen brüchigen Frieden beschert, werde sie zu wahrer Stärke führen. Sehr wohl, mein Legatus. Schon bald werdet ihr unseren Trumpf voll einsatzfähig erleben. Oh Gott. Tschüss. Rötadin, zieh bei Anbruch des nächsten Tages mit deinen Männern nach Castrum Occidens. Occidens, wie auch immer. Ich nenne dich hiermit zum Kommandanten über die Truppen von Marinum und Occidens. Du führst den Eroberungsfeldzug des westlichen Eorzea. Das Castrum wird dein Hauptstützpunkt sein. Ich spreche es nicht nochmal aus. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Die Stunde der Entscheidung naht. Mit der Unterwerfung Ul'dahs und Limsa Lominsas wirst du sie einläuten. Zu euren Diensten, mein Legatus. Ich werde sofort alle nötigen Vorbereitungen für die Truppenverlegung und die Befehlsübernahme treffen. Es ehrt mich zutiefst, dass ihr einen Soldaten einer annektierten Provinz wie mir das Kommando über fast die Hälfte der galeischen Armee überantwortet. Ich werde bis ans Äußerste gehen, um euer Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Du hast deine Eignung zur Genüge bewiesen. Dein Treueschwüre kannst du dir sparen. Lass deine siegreiche Rückkehr Zeichen deiner Loyalität sein. Jawohl, mein Legatus. Da war wohl nichts. Ich werde dich in meinem Quartier erwarten. Vom Ende haben die beiden noch mal ein bisschen Spaß zusammen. Ach ja. Schön. Okay, noch nicht ganz 50. Nicht ganz, aber bald. Meine Aufgabe ist es, hier in Abalathias Rückgrat Informationen über die Aktivitäten der Garlea und ihre Festung in Mor Dhona zu sammeln. Deswegen bin ich in so engem Kontakt mit die Stola. Die Nachricht von der Notlandung des galeischen Luftschiffs erreichte mich von der Festung Seemael. Du solltest dich dort einmal mit der Wache Briselt unterhalten. Sie hat den Vorgang beobachtet. Wenn du uneingeladen an der Feste aufkreuzt, endest du allerdings vermutlich schneller als Drachenfutter, als dir lieb ist. Ich werde dir daher ein Empfehlungsschreiben ausstellen. Die Festung Seemael liegt westlich des Observatoriums. Du bist auf der Hut. Wilde Bestien trauen sich hier sogar bis in die Nähe der Überlandstraße. Wenn du Gefährten hast, dann schare lieber ein paar um dich. Nö. Ruhig nicht. Wird überbewertet. Oh, tschüss. Wir haben schon, aber... Noch muss ich 50 werden und irgendwie freischalten und so weiter. Die Feste steht unter dem Befehl eines der 4 großen Häuser Ishgards, den Seemael. Überfugte haben hier nicht zu suchen. Oh, verzeih mir, ich wusste nicht, dass Port Lane dich schickt. Vermutlich geht es um das notgelandete Luftschiff. An jedem Tag war hier ganz schön was los. Das kannst du mir glauben. Die Galeanen sind nämlich augenscheinlich ein paar Gefangene ausgebüxt. Sogar bis ganz in der Nähe unserer Feste kamen die kaiserlichen Hunde auf ihrer Suche. Doch unsere geschlossenen Blicke scheinen sie abgeschreckt zu haben. Bist auf der Suche nach dem Gefangenen der Garlea? Nun, dann empfehle ich dir, einmal bei den Wachen der Goldklamm nachzufragen. Da der Notlandeplatz ganz in der Nähe der Klamm lag, haben sie vermutlich einen Erkundungstrupp entsandt. Sprich am besten mit Piemonts, der diensthabenden Wache. Okay. Weil das könnte dann das Tüpfelchen zum Ding sein. Zu 50. Lasst mich in Ruhe. Ich will nichts von euch. Ich bin ganz friedlich. Ich bin eine ganz friedliche Mykote. Ich will nichts von euch Viechern. Ein notgelandetes Luftschiff, das habe ich in der Tat gesehen. Das Schiff war zum Glück schnell wieder flugtauglich und verschwand mit einem Großteil der galeischen Pest an Bord. Allerdings hinterließ es uns einige der Kaiserlichen als Souvenir und die haben hier ordentlich Schnee aufgewühlt. Okay, das war die 50. Das 7. Chakra. Dann auf. Letzte Mönchsquest. Vorerst. Ob es mir ein bisschen vor Heavensward graut? Aber nur, weil ich weiß, was dann alles noch passiert. Wie viele Klassen dann noch kommen. Oh. Wie viele Fähigkeiten wollen sie? Ja. Ach, ich hätte sie sehen sollen. Ihr ganzes Weltbild habe ich mit meinem Vortrag über den Haufen geworfen. Die haben so dumm aus der Wäsche geguckt. Genauso dumm müssen damals die Amajak-Krieger ausgesehen haben, als sie beim Wüstenkrieg von ihren Gegnern in die tödliche Falle gelockt wurden. Hm? Oh, natürlich weißt du nicht, wovon ich rede. Was weißt du schon von den sandigen Feinheiten eines Wüstenkrieges? Kurz gesagt, meine Teilnahme am Kongress war ein voller Erfolg. Was meinst du, was da am Schluss abging? Wie sie alle empört geschimpft haben. Haha, das habe ich alles dir und Widargelt zu verdanken. Nun muss ich nur noch dieser Geldverleihergilde ein Zeichen meines Dankes schicken. Übrigens, hast du eine Idee, wo Widargelt ist? Ich habe ihn auf dem Kongress gesehen und mich über sein plötzliches wissenschaftliches Interesse gewundert. Aber angesprochen hat er mich nicht. Ah, jetzt wird mir alles klar. Meine Forschungsarbeit wird für kriegerische Zwecke missbraucht. Meine Äthermessungen, sie haben dazu geführt, dass sich die Chakren in Widargelt und dir öffnen. Und der Ort mit der richtigen Resonanz, um das 7. Chakra zu öffnen, ist der Silbertränensee in Mor Dhona. Das ist es, was ich auf dem Kongress veröffentlichte. Das ist auch der Grund, warum Widargelt auf dem Kongress war. Widargelt wird das 7. Chakra öffnen, um seine ganze Macht zu entfalten. Und ich habe ihm verraten, wo er das tun kann. Er hat die ganze Zeit über vor Ala Mhigo aus den Klauen der galeischen Kaiserreichs zu befreien. Es fehlt ihm nur noch an der erforderlichen Kraft. Diese Kraft erhält er nun aus dem 7. Chakra. Das Schicksal der Megiten darf sich nicht wiederholen. Macht alleine bringt keinen Frieden, kein Gleichgewicht. Daher, du musst Widargelt aufhalten. Schnell, eile zum Silbertränensee in Mor Dhona. Auf mich hört er nicht, aber du kannst vielleicht zu ihm durchdringen. Du musst. Das Einzige, was ich muss, ist vielleicht aufs Klo. Das war's dann aber auch. Nicht mehr das, ich könnte es auch laufen lassen. Wieder zurück, Marsch. Na gut, in Mor Dhona war ich heute noch nicht. Ich will fliegen können. Das spart halt einfach so viel Zeit. Da ist er. Ich hoffe, dass es recht fix geht. Ich will mit dem Schlucken anfangen. Wobei ich ihn auch schnell wieder hinter mir habe. Also der macht wirklich Spaß. Habe ich es euch nicht gesagt? Überschätzt niemals die Kraft anderer, aber auch nicht die eigene. Die Narren mussten es auf die harte Tour lernen. Wie wir immer beide diese komische Feder da haben. Ich habe sie vor der Perfektion meiner Kampfkunst gewarnt, doch sie haben ihre Waffen für mächtiger gehalten. Mit ihren Magitech-Waffen halten sie sich für unbesiegbar. So soll es das sein? Ist das alles, was die Garlea zu bieten haben? Die lächerliche Nichtkraft. Dagegen soll Ala Mhigo verloren haben? Ah, meine eorzeischen Abenteurerfreundin. Kommt spät, aber glücklicherweise nicht zu spät. Die galeischen Soldaten hatten mir aufgelauert, als ob sie mein migisches Blut bereits von Weitem gerochen hätten. Ja, es muss dieser Ort sein. Und genau mit deinem Kommen haben meine Chakren angefangen, meinen Körper mit Energie zu fluten. Spürst du es nicht auch? Die Furcht, niemals zu wissen, wann man das nächste Mal einen Angriff ausgeliefert ist. Verstehst du, wie erbärmlich man sich fühlt, wenn man wegen der bitteren Kälte um eine bloße Wolltdecke streitet? Kennst du das Elend, um das Überleben jeder einzelnen Süßtoffelranke bangen zu müssen, weil das eigene Leben davon abhängt? Die Garlea haben Ala Mhigo alles genommen. Vor allem aber haben sie dem migischen Volk seinen Stolz geraubt. Du hast doch den Professor gesehen. Du musst doch verstehen, wovon ich spreche. Genau deshalb brauche ich diese Kraft. Die Kraft, alles zurückzuerobern. Wenn meine siebte Chakra erwacht, wird mein innigster Wunsch endlich Wirklichkeit. Ja, ich weiß. Ich habe dir versprochen, dir das letzte Teil deiner Artefaktrüstung auszuhändigen. Doch vorher musst du noch den letzten Teil deines Tests bestehen. Und mich besiegen. Ich habe dir doch gesagt, dass man an einem geeigneten Ort trainieren muss, um seine Chakren zu öffnen. Dank dem Professor habe ich den geeigneten Ort gefunden. Und an diesem Ort muss ich mich dir, die du nun den Höhepunkt deiner Kraft erreicht hast, in einem Kampf auf Leben und Tod stellen, damit mein siebtes Chakra erwacht. Wirst du für mich sterben? Für Ala Mhigo? Nein. Du wirst dein Leben geben und im Tausch dafür viele Leben retten. Mach dich bereit. Nein. Einfach nein. Das war der falsche Anfang. So, ich sollte vielleicht erstmal. Warte, wo bist du denn? Da bist du. Sollte erstmal dich da fertig machen. So. Ich hab da keinen Heiler mehr. Ist das überhaupt? Nee, das ist. Tage. Geil. Ja, okay. Ich fall doch einfach um. War das ganz einfacher. So, der liegt da. Warum? Warum nicht ich? Komm nicht näher. Die Kraft, sie ist mein. Ich habe es geschworen. Es gibt so viele, die ich ohne diese Kraft nicht beschützen kann. So viele, die ich hätte beschützen können, beschützen sollen. Da, Aidaria, die Kraft. Funke, funkel. Das Licht vorhin. Das 7. Chakra. Du konntest es öffnen, oder? Ja, ich sehe es an deinem Gesicht. Dieses Selbstvertrauen und die Energie, die du ausstrahlst. Oh, hat er gerade... Okay. Okay. Du hast mich geschlagen? Hol mir ja noch. Ja, ich habe dich geschlagen, du Dickschädel. Die ganze Zeit habe ich dir etwas sagen wollen. Meister Sid Garland von den Metallwerken erwähnt in einer seiner Arbeiten den See als Zentrum des Planeten. Ich weiß sehr wohl, dass der Planet Hydaelyn eine Kugel ist. Und doch scheint sein Zentrum an der Oberfläche zu haften. Frag mich bloß, wie ich nach Einzelheiten. Schließlich bin ich kein Astronom. Jedenfalls hat die ätherische Energie eurer Körper mit der Energie im Zentrum unserer Welt harmonisiert und resoniert. Eure Lebensenergie ist der Energie des Planeten noch ähnlicher als die anderer Sterblicher. Doch sie birgt eine viel zu große Gefahr, einmal außer Kontrolle zu geraten. Eine solche Kraft ist nicht für uns Sterbliche bestimmt. Sie ist wie eine Naturgewalt, nicht kontrollierbar. Widargelt, was du vorhattest, unterscheidet sich nicht von dem, was die Garlea machen. Wer sich mittels Gewalt mehr Macht zu verschaffen versucht, doch der wird niemals in die Zukunft voranschreiten. Wer gibt dir das Recht, solche Behauptungen aufzustellen? Würdest du das auch meinen Brüdern sagen, die sich so teilen, dünn wie Wasser, um nicht zu verhungern, oder einer Frau, die ihren ermordeten Mann im Arm haltend nach Hilfe schreit? Ich sage nur, was gesagt werden muss. Auch wenn die Wahrheit nicht leicht zu akzeptieren ist. Egal wie groß die Qualen sind, die man ertragen muss. Egal wie sehr man sich wünscht, die Stimme der geliebten Frau noch einmal zu hören. Gewalt kann das Verlorene nicht zurückbringen. Die Vergangenheit nicht wiederherstellen. Und vor allem kann man mit Gewalt keine neue, bessere Zeit einläuten. Wenn uns die Kriegsgeschichte eines lehrt, dann ist es genau das. Im Krieg gibt es keine Gerechtigkeit. Selbst wer meint, der kämpfe für eine gute Sache, ist möglicherweise verblendet, die Wahrheit zu erkennen. Was wir hier in Eorzea von den Inländern lernen können, ist die Gestaltung der Zukunft. Wenn du vorhast, die verbliebenen Megiten zu führen, dann ist genau das deine Pflicht. Da denk dir jetzt mal kurz nach. Daher, das alles ist nur deiner tatkräftigen Hilfe zu verdanken. Als Wissenschaftler und auch als Bürger Ala Mhigos möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Ich möchte einfach nur mein letztes Teil der Rüstung, bitte. Muss ich wieder zur Goldschmiedegilde? Ja, darf ich es diesmal direkt hier in Anfang nehmen? Ich darf es hier in Anfang nehmen, sehr schön. Und nochmal eine Szene. Es war vor ein paar Monaten, als mich ein anderer Befreiungskämpfer zu meinen Beweggründen befragte. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, antwortete ich, dass ich aus Rache kämpfe. Rache, der gewöhnlichste sowie gefährlichste aller Beweggründe. Damals habe ich nicht einmal über meine Antwort nachgedacht, da die Worte des Professors meine eigene Verbitterung haben und mich zum Nachdenken angeregt. Ich möchte dir danken. Genau wie der Professor hast du dir Sorgen um mich gemacht. Lass mich deswegen ein Versprechen einlösen. Hier, das 5. Teil des Mönchsgewands. Ich denke, bei dir ist es in besseren Händen. Das passt doch größenmäßig gar nicht. Egal. Ala Mhigo hat wie ein Schild die Garlea abgewehrt, die ganz Aidaria einnehmen wollten. Als Ala Mhigo vom Kaiserreich unterworfen wurde, sind viele Megiten geflohen. Doch die Inländer haben nichts für uns getan. Ala Mhigo geriet immer mehr in Vergessenheit. Trotzdem hat der Professor immer den Frieden befürwortet. Bisher konnte ich ihn niemals richtig verstehen. Was ist mit unserem Stolz? Und was ist mit seinem Sohn? Der Professor hat bei Nachforschung herausgefunden, dass sein Sohn bei einer Schlacht gegen die Garlea gefallen ist. Ich habe ihn für einen Feigling gehalten. Ich habe nicht gesehen, dass er genau wie ich niemals seinen Stolz verloren hat. Meine Chakren waren weiter geöffnet als meine Augen. Ich werde mich nun verabschieden. Möge Raiga, die in allen Schlachten wohlgesinnt sein. Wow. Ja, ich weiß, ich muss die 7. Ära durchspielen. Ist mir bekannt. Es ist nichts Neues. Boah, dieses Gelb. Das ist ein furchtbarer Gelbton. Okay. Also, der Mönch auch auf 50. Das ist ein... Ich weiß nicht, ich finde das Outfit echt nicht schön. Nee. Aber jetzt geht's einmal nach Limsa. Und wir können... uns den Schurken holen. Wenn ich jetzt versuche, relativ viel weit hoch zu spielen. Noch mal gucken. Nee, falsch. Oh nee, habe ich ja gar nicht angenommen. Okay, 44. Also 44, 45 muss ich den Schurken kriegen. Eieieiei. Fischergilde. Das kann heiter werden. Der Schurke. Bitte lass uns eine bessere Questreihe haben. Hinter diesen Klostertüren gibt es nichts für eine weltliche Person wie dich, Fräulein. Wir sind die artigen Schwestern von Edelweiß, die reinsten Engel, und jetzt verzieh dich. Moment mal, bist du nicht dieses Mädel namens Aidaria? Mhm. Ha, wusste ich es doch. Wir reißen uns gerne Nachwuchstalente unter den Nagel, und nach dem, was man so hört, verfügst du über außergewöhnliche Fähigkeiten. Du kannst dich gut im Kampf behaupten, oder? Dann haben wir sicherlich Verwendung für dich. Ja, vergiss diesen Schwachsinn mit den Schwestern von Edelweiß. Das erzähle ich den Leuten nur, als den neugierigen Störe-Friede loszuwerden. Wir sind ein Schurken-Gilde-Mädel. Zum Beten gehst du besser woanders hin. Unsere Organisation operiert im Verborgenen. Und Betrüger und Schwätzer haben bei uns nichts verloren. Wir werben nicht aktiv um Mitglieder, aber hin und wieder nehmen wir vielversprechende Leute in unsere Ränge auf. Wenn du daran interessiert bist, das Schurkenhandwerk zu erlernen, musst du lediglich beide Hände ausstrecken und wir werden sie mit 2 schicken Dolchen ausstatten. Bist du bereit dafür? Hm. Dein Eifer ist löblich, aber ich sollte dir vielleicht ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Bei den meisten Gehen geht es nur darum, der beste Schweinehirt aller Zeiten zu werden. Oder was auch immer die für einen Schwachsinn lehren, aber nicht bei uns. Nein, Mädel, unser Ziel ist es, einen Job zu erledigen. Und der Job ist nicht immer ganz sauber. Wenn du einer von uns bist, steckst du schon bald bis zum Hals im Abschaum und Messerkämpfen. Wenn du glaubst, wir würden über Häuserdächern herumhüpfen und irgendwelchen Leute abziehen, dann suchst du dir lieber andere Kollegen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen und sprich mich wieder an, wenn du noch immer Interesse hast. Jupp. Ich habe dir also keine Angst eingejagt? Sehr gut. Ich freue mich, dass an den Geschichten über deinen Mut und deine Verwegenheit etwas dran zu sein scheint. Du wirst schon bald jede Unze dieses Mutes brauchen. Geh rein und sprich mit Jack. Er ist unser aufrichtiger Gildenmeister. No. Kleiner Lala. Ja, ich will reingehen. Hallo, Jack. Hm, Jack? Schurkengilde? Hm. Ja, mein Name ist Jack. Ich bin überrascht, dass du von mir gehört hast. Wie genau hast du von mir gehört? Oho, die berühmte Aidaria. Der alte Loni-Einauge hat dich reingelassen, wie? Hm, im Umgang mit dem Schwert ist er eine Katastrophe, aber seinem einen Auge schenke ich mein vollstes Vertrauen, wenn es um die Einschätzung von Neuankömmlingen geht. Eine Sache nur, du bist keine Piratin, oder? Hm, nee. Nun denn, ich würde sagen, du bist bereit, der Schurkengilde beizutreten. Ich könnte dir jetzt ein Ohr abkauen und dich mit der Geschichte unserer Gilde langweilen, aber wen interessiert das schon? Das Wichtigste und das Einzige, worum du dich kümmern solltest, ist der Job. Das ist sympathisch, ich kriege keine Geschichtsstunde. Die meisten Leute, und ich bin mir sicher, das gilt auch für dich, wissen nur zu gut, dass die Ursprünge von Limsa Lominsa auf einen wilden Haufen von Piraten und Dieben zurückgehen. Aber selbst diese gesetzlosen Nichtslotse verstanden schon bald, dass dieser Ort zu einer Insel voller Leichen verkommen würde, wenn man sich nicht an ein paar Regeln hielte. Einen allgemeinen Verhaltenskodex quasi. Finger weg von den Gilbeuten anderer Limsa. Keine Betrügereien der eigenen Mannschaft bei der Verteilung der Beute. Leute werden nicht wie Vieh verkauft und gehandelt. Ich muss zugeben, dass die anderen Punkte im Kodex ein wenig unscharf sind. Die meisten von uns halten sich zumindest an diese drei. Nun magst du vielleicht denken, das wäre eh nicht von Bedeutung, da der Admiral die Piraterie verboten hat. Aber in den dunklen Gassen und auf den schwarzen Märkten, wo Mervils Autorität nicht viel wert ist, wird der Kodex noch immer gelebt. Und so wie die Gelbjacken über die Einhaltung der Gesetze wachen, haben die Schurken ein Auge darauf, dass der Kodex eingehalten wird. Wir sind in den dunkelsten Ecken der Stadt zu Hause und führen Kodexbrecher der Gerechtigkeit zu. Irgendein fauler Nichtsnutz stiehlt die Waren von den falschen Typen, dann holen wir sie uns zurück. Das ist der Job, Mädel. Und wir schrecken auch nicht davor zurück, uns die Hände schmutzig zu machen. Du musst wissen, dass der Umgang mit den Dolchen mehr umfasst, als Gegner mit dem Spitzenende zu malträtieren. Wir benutzen Gifte, um unsere Ziele zu schwächen, oder wir weichen zurück und schlagen aus dem Hinterhalt zu, was immer auch nötig ist, um den Sieg zu erringen, den Job zu erledigen. Nun, Aidaria, hast du das Zeug zu schurken? Nö, aber ich mach's trotzdem. Alles klar, dann sollten wir uns zunächst mal um deine Ausrüstung kümmern. Ein Schurke bevorzugt leichtes Gepäck, um dem Ziel auf den Fersen bleiben zu können. Die Arbeit bringt es womöglich mit sich, auf ein Schiffsdeck kämpfen zu müssen oder sich um einen Gegner herumzuschlängeln. Das Letzte, was man in dieser Situation benötigt, ist eine fette Kriegsaxt, die in jedem verdammten Seil und Balken hängen bleibt. Darum halten wir uns in Dolche. Mit denen kann man unentdeckt durch die Straßen schleichen und Gegner schnell und lautlos ausschalten. Hier, schnapp dir mal diese Dinger und schau, wie sie in der Hand liegen. Aber vergiss vor lauter Aufregung nicht, dir ein paar passende Hosen zuzulegen. Du wärst überrascht, wie viele Typen hier mit nichts als Dolchen und Unterwäsche habe rumlaufen sehen, so. Ja, gut. Also der Kerl ist zumindest schon mal sympathisch. Wenn ich bedenke, wie dieser Erik da war, bei einem Mönchen, ging ja gar nicht. Das ist... Hast du ja komplett vergessen, den Kerl. Wo war ich hier eigentlich? Haupthand. Ich weiß, ich habe zigtausend Sachen hier. So, also wir sollen in Unterwäsche rumlaufen. Hm. Kitty! Na? Hm? So. Nee. Du wirst die Nummer 7. Komm damit hin. Sakura Marco. Ausgeschlafen. Wir sind K.O. Na, aber wenn du jetzt ausgeschlafen hast, ist doch gut. So, das kann hier alles wieder weg. Brauche ich nicht. So. Gib mir meinen Auftrag. Du konntest also die Dolche anlegen, ohne dich dabei selbst zu verletzen? Nun, das ist ein guter Start, denke ich. Als nächstes solltest du ein Gefühl für das Gewicht und die Schnelligkeit deiner neuen Waffen gewinnen. Hm? Diese elenden Viecher in den Feldern außerhalb von Limsa sollten für deine erste Lektion genau richtig sein. Teste deine Klingen an ein paar Schafen und nimm dir dann noch einige Ratten und Pugil vor. Aber immer schön eine Bestie nach der anderen, Mädel. Man wird dich über Nacht zu einem Meister schurken. Hallo, Kitty. So. Aber ich glaube, mit dem Schurken mache ich tatsächlich nicht die Quest. Das überlasse ich, glaube ich, alles dem Marodeur. Der will rein zum Nebenquest machen. Ausgenutzt. Wir wollen ja eigentlich recht schnell die Story weitermachen. Eigentlich. War zumindest der Plan. Stufe 44, ey. Wobei, mit dem Schurken werde ich wahrscheinlich dann sogar durchziehen. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr als die 50 sein. Aber da... Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Ach, ich habe hier noch gar nicht alles freigeschaltet. Egal, dann zum Idretenplatz. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen, dass ich den hier auf mindestens 51, 52 kriege. Aber mit dem hier will ich die Story jetzt von Realm Reborn durchkriegen. Heute wahrscheinlich nicht, aber im Laufe der Woche. Wäre ganz gut, ne? So, Bestiarium habe ich ja auch. Also. Bestiarium und anderes kleines Getier. Ein bisschen Nebenquest natürlich. Also, Hauptquest. Oh. Brauche ich nicht. Das hier. Du neutralisierst elektronen Schaden in Höhe von 20%. Okay. Kommt nach oben. Nein. Das kommt nach oben. Hallo, Schäfchen. Die armen Schafe, ey. Okay, Stufe 5. Okay. Jetzt muss ich Kutte kämpfen. Okay, Kitty ist in Tarnmodus. Bestiarium. Aurelia, unteres, zentrales. Pugil da. Also, das habe ich. Goblinfischer da. Hier brauche ich. Okay, das war der einzige. Einzige Mandragora, gestrandeter Pirat, gestrandeter Räuber, Megalokrabbe. Okay. Lauf, mein kleines Einhorn, lauf. Mandragoras! Und Stufe 7. Okay. Macht das jetzt übrigens gerade alles, oder versucht das recht fix zu machen, dass wir Indies machen können nachher. Weil ich Level 15 erreicht habe, oder 16. Muss ich eigentlich diesmal mit 16 rein. Megalokrabbe, da muss ich nicht hin. Ich würde ihn heute gern hochkriegen. Das ist mein Wunsch. Warte mal. So. Ei. Ich muss ja mal ein bisschen vorankommen. Ganz kleines bisschen. Jetzt bin ich in 3 Jahren noch mit den Sachen von Realm Reborn beschäftigt. Oh je. Oh je. Hm. Etwas viel. Das ist ein Zahnmodus. Ich sehe es. Okay. Megalokrabbe. Ruf zum Megalokrabbe.